Hallo meine Freunde von den Bildschirmen und willkommen zurück zu Dirt Showdown mit mir, Ralfinger LP. Nicht wundern, ich habe mein Fenster offen. Wenn ihr da draußen eine Kuh hört, das ist meine fette Nachbarin, also nicht wundern. Wir spielen Los Angeles 8-Ball und da geht's gleich weiter mit 2 Phasenrennen, A5 Runden, Preisgeld 20.000 Dollar. Ich glaube, wir haben so viel Cash, dass wir uns mal ein neues Auto kaufen können. Und da würde ich mir vorschlagen, wir kaufen uns hier die fette Karre hier. Oder auch nicht. Oder die Karre, 43. 45. What's the difference? Okay, mal gucken. Im Handling ist der da unten viel besser und der schlechter. Weiße fette Karte, ich glaube, ich kaufe den jetzt einfach mal. Ja, den kaufen wir uns. Hier haben wir ja. Und dann graden wir mal ab das Ganze. Und zwar Handling, kaufen. Sieht aber auch geil aus, ne? Stärke, kaufen. Und dann haben wir noch 5000. Ja, die haben wir auch. Und dann kaufen wir einfach mal alles und haben uns hier dieses Auto völlig durchgepimpt. Alles da. Und ich würde sagen, wir nehmen die Farbe hier. Die gefällt mir gut. Die schwarz, grün, einmal frei in Los Angeles. Das wird schon die richtige Farbe sein, würde ich sagen. Ja, nach diesem Rennen, wenn wir das jetzt mal ordentlich abschließen, sieht so aus, als würden wir hier beim Monster Championship auch dann das Finale gleich erreichen. Da bin ich ja mal gespannt, Und die Karre hier, ja, sieht doch eigentlich ganz fresh aus, oder was sagt ihr? Was steht da? Dalek Fodor. Aha. Was auch immer das heißt. Dalek Fodor. Na gut. Kann mir ja egal sein. Hauptsache sieht nice aus und es sieht eigentlich ganz nice aus. Ich habe übrigens ein bisschen an meiner Einstellung geschraubt, was den Ton angeht. Das sollte jetzt ein bisschen besser sein. Aber nicht lange über den Ton quatschen, wir wollen den Rennen bestreiten und dann wollen wir auch gewinnen. Los! Auf dieser Strecke gibt es eine Menge Kreuzungen. Hoffen wir also auf ein paar krasse Kollisionen. Krasse Kreuzungen. Okay, viele Kreuzungen, dann über rechts 5 Runden, das Geschäft ist noch nicht umsetzen. Und ein Haufen Kurven, also sehen wir auch noch einen Haufen Kreuzungen, die wahrscheinlich mehr geschaffen werden. Jo, klares Ziel. Also Handling, okay, die Karre hier ist auf jeden Fall die richtige Straße. Ein sauberes Überholmanöver. Die Karre nochmal ordentlich gegen die Wand gesetzt, was auch wirklich sehr cool war. Ja, Er dreht sich wie eine Schallplatte, Baby! Wir sind ganz schön rabiat geworden, die Kollegen, ne? Muss ja hier auch noch fahren und durchhalten. Aus der Spur gehebelt! Nein, komm, das war wieder mal knapp. Wir haben einen neuen Spitzenreiter. Schön umgedreht, würde ich sagen. Der ist cool hier vor mir, ist der letzte Platz oder was? Du hast ja ein bisschen Angst, glaube ich. Jetzt haben wir nicht den geholt, wenn ich es geschafft habe, oder? Das ist aber jetzt gedacht, dass das Nerven kommt, bis wir hier. Voll auf die 12! Du bist wieder so eine harte Zeit hier. Sie Habt ihr das gesehen? Wie eine Mauer war ich, ey. Einfach weil es jetzt nicht lang war, und das hat mir gesagt, dass das. Noch 2 Runden! Okay, hinter mir ist ein bisschen ruhig gerade, das ist gut so, das ist gut so. Muss sein. Breitseite! Er dreht sich wie das Glücksrad! Gut, das war schon verstanden. Ich brauche auch noch ein bisschen. Ja, wir haben 3 und kommen gut in die Kreuzung. Er benutzt sein Auto wie ein Lampen. Aber uns schon kurz. Breitseite! Man steht einfach mitten in der Kreuzung. Ein Schnee! Was war das denn? Die letzte Runde läuft! Gleich kennen wir den Sieger! Der erste, das sieht so gut aus. Da kreuzen irgendwelche Autos, die ich den Massen sehr gut laufen kann. Ein Schwein, der aber schön auf den Lauf kommt. Gruselig! Wir müssen noch abschalten lassen.
Rennen in der letzten Kurve. Und Start und Ziel. Jawohl, er holt den Sieg. Meine Freunde. Der Sieg, natürlich der Sieg. Erster Platz. Super. Der Lukas Grubes. Auch ein schöner Name. Ja, die Karre ist nice. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir gut, was sie macht. Also jetzt nochmal 5 Runden überstehen. Und dann sollten wir das Ganze doch auch im Sack haben. Oder wie seht ihr das? Ja, wieder für die Kreuzung, wie es aussieht. Oder für die Kurven. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe nur gemacht. Los! Letzte Runde, die Entscheidung naht. Was der noch immer letzte Runde sagt, wird. Hat ihr den gesehen? Kann einfach entgegenfahren, sagen wir. Und jetzt kommt die letzte Runde. Das war noch ein bisschen Mikro-Sparen für die Runde. Wahnsinn, Sprung-Peng, Dankeschön. Ist schon, ja. Das ist trotzdem ein Schenk. Reinseite. Na. Danke schon, Alter. Hab ich gebremst? Ja, hab ich gebremst. Er gewinnt nach einer Hammerleistung. Ja, das genieße ich jetzt mal. Die nächsten 20 Sekunden sage ich mal einfach nichts. Um euch auch ein bisschen Ruhe zu geben. Und gönnt euch mal diese schönen Punkte. 2x10, das ich heute nicht sagen, Entschuldigung. Erster! So, 10 Sekunden sind rum, muss reichen. So lange kann ich auch nicht mehr Schnauze halten, das geht auch wieder nicht. Okay, die Punkte kriegen wir, die Kohle. $20,000. Und den Cola G350 haben wir falsch gehalten. Cola ist immer ein geiler Name, so auf jeden Fall. Gut. Und wir sind Erster geworden. Perfekt. Dann gucken wir nochmal, wo haben wir den Vergleich? Hier, zweiter Platz. Zweiter, dritter, naja gut, wir sind nicht überall Erster, aber das werden wir doch mal verkraften. Ich schaue mal ganz kurz zurück, wir haben, also warte mal, Holsterrennen, ich habe überall irgendwo ein Rennen vergeben, ne? Ja, hier natürlich, Yokohama war ja klar, zweiter Platz. Egal, wir werden uns jetzt hier im Monster Championship das nächste Mal
das Rennen hier oben vorknöpfen. Das Finale Race Off mit mir, Ralfinger EP. Und ihr wisst, das wird ein sehr geiles Finale. Und warum? Weil ich spiele. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut beim nächsten Mal zum Finale. Seid wieder dabei. Macht's gut, danke fürs Reinklicken und ciao.